Pepper Woods, Folge 24. Papa hängt ein Bild auf. Und fünf weitere Geschichten. Papa hängt ein Bild auf. Mama Woods hat ein schönes neues Bild von Pepper und George. Papa Woods bietet an, es aufzuhängen, während Mama Woods einen Besuch bei Oma und Opa Woods macht. Das Heimwerken ist jedoch nicht so einfach, wie Papa Woods gedacht hatte, und die Wand bekommt ein riesiges Loch. Papa Woods, Pepper und George müssen die Wand reparieren, bevor Mama Woods zurückkommt. Papa hängt ein Bild auf. Mama und Papa Woods haben ein neues Bild von Pepper und George. Seht mal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mache ich schon. Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich. Ich hau einfach einen Nagel in die Wand und häng das Bild dran. Sehr gut. Ich bin da mal weg, Oma und Opa besuchen. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Sauerei? Wiedersehen. Wiedersehen. Papa, dürfen wir dir helfen beim Bild aufhängen? Ihr dürft zugucken, dann lernt ihr, wie man es richtig macht. Als erstes brauche ich ein Maßband. Und einen Bleistift. Papa Woods misst mit dem Maßband die Wand aus und zeichnet mit dem Bleistift ein Kreuz auf die Wand. Da schlage ich nachher den Nagel ein. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ho, 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 ho. Jetzt brauche ich einen Hammer und einen Nagel. Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Papa Woods will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Hohoho, sei nicht albern, Pepper. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Woods hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Pepper. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh je, dort, wo Papa Woods das Bild hinhängen wollte, hat die Wand jetzt ein großes Loch. Oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Papa wird fit. Papa Woods liebt das Fernsehen. Pepper jedoch findet, er sollte etwas Sport machen. Sie sagt, der Bauch von Papa Woods sehe ein bisschen groß aus. Papa Woods ist da anderer Meinung, doch er erlaubt Pepper, ihn zu trainieren. Pepper lässt ihn ganz viele Übungen machen. Am Abend ist Papa Woods erschöpft. Pfannkuchen. Mama Woods backt für alle Pfannkuchen. George und Pepper schlingen ihre lautstark herunter. Papa Woods hält sich für einen Experten im Pfannkuchenwenden, wirft seinen dabei aber so hoch, dass er an der Küchendecke kleben bleibt. Papa Woods kommt nicht an seinen Pfannkuchen heran. Mama Woods, Pepper und George finden aber eine clevere Lösung, um ihn herunterzuholen. Papa Woods sucht seine Brille. Papa Woods sucht seine Brille, denn ohne sie ist er vollkommen hilflos. Pepper und George helfen ihm bei der Suche. Sie suchen überall, können sie aber nirgends finden. Papa will schon aufgeben, als Pepper bemerkt, dass er die ganze Zeit auf ihr gesessen hat. Schussel Papi, lacht Pepper. Verkleiden. Pepper und George lieben es, sich zu verkleiden. Eines Tages schleichen sie in das Schlafzimmer ihrer Eltern und verkleiden sich mit deren Sachen. Pepper zieht die viel zu großen Kleider und Schuhe ihrer Mutter an und tut so, als würde sie an Mamas Computer arbeiten, während George Papas Gemüsegarten umgräbt. Papas neue Kamera. Papa Woods bekommt eine neue Filmkamera. Zuerst erklärt Pepper ihm, wie sie funktioniert, und dann filmt er Pepper, wie sie Hallo sagt. Alle lachen, als sie Pepper im Fernsehen sehen. Pepper, George und Mama drehen einen Film nur für Papa.
Schorsch veranstaltet ein lautes Dinosauriergebrüll und Peppa tut so, als wäre sie Papa Wutz. Ho, ho!